Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt ja vielleicht das letzte Video von mir gesehen, da ging es um das Model Y 2022. Was ist alles neu? Da gibt es ja so einiges, was Tesla hier abgegradet hat und das ohne, dass man was dazu bezahlen muss. Und da ist auch ein neuer Akku dabei gewesen. Das ist natürlich mega interessant und ganz spannend. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, ist der denn von der Ladekurve her schneller? Und das zeige ich euch heute im Video unter anderem. Das wird mega spannend, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, das Model Y 2022, was jetzt quasi von den Schiffen aus Shanghai entladen wird und so langsam in die Auslieferung kommt, das hat ja so einiges an Neuerungen bekommen. Manches ist unspektakulär, anderes ist dafür umso spektakulärer. Also da gibt es zum Beispiel eine Doppelverglasung hinten, das heißt im Auto wird es ruhiger. Dann haben wir einen neuen Lithium-Ionen 12-Volt Akku, 12 bis 16 Volt. Das ist schön, weil dann kein Bleigel-Akku mehr da ist, also umweltschonender. Allerdings berichten die ersten Käufer schon davon, dass nach wenigen Tagen, / Wochen, dieser 12-Volt Akku schon den Geist aufgegeben hat. Das ist natürlich ziemlich unschön. Da hat der Zulieferer vielleicht irgendwie Schrott geliefert. Ich wittere schon die erste Rückrufaktion. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr ein neues Model Y habt in diesem Jahr, ob ihr davon vielleicht schon betroffen seid. Würde mich mal interessieren, wie viele das sind. Dann gibt es einen neuen Prozessor für das Infotainment-System, nämlich den AMD Ryzen. Der ist dreimal schneller als der alte Intel Atom-Prozessor. Das ist wirklich klasse, macht sich total bemerkbar und ist richtig, ja, schnell, Wahnsinn. Und dann haben wir mehr Zuladung bekommen. Da haben auch sehr viele drauf gewartet, weil im alten Model Y, da war die Zuladung ja nur so um die 400 Kilo. Und jetzt haben wir 565 Kilo Zuladung. Ja, was haben sie gemacht? Irgendwie T-Träger eingeschweißt? Nee, die haben neue Bremsscheiben verbaut von einem anderen Hersteller, die wohl ein bisschen mehr, ja, kräftiger zupacken können, keine Ahnung. Und jedenfalls durch diese neuen Bremsscheiben kann der Wagen schwerer werden und deswegen ist die Zuladung viel höher. Das macht natürlich Spaß und darauf haben wir alle gewartet. Ja, dann haben wir noch beheizbare Scheibenwischer. Bisschen unspektakulär, habe ich noch nie vermisst, aber hier oben im Norden ist es auch noch nicht so kalt. Das funktioniert ganz spannend mit Heißluft. Also irgendwie haben sie da Heißluftdüsen angeflanscht an diese Scheibenwischer von außen. Und nicht durch irgendwelche Heizdrähte in der Windschutzscheibe. Also typisch Tesla, irgendwie möglichst schlank den maximalen Hardware-Nutzen draus ziehen. Ja, sehr interessant. Und last but not least haben sie einen neuen Hochvolt-Akku eingebaut. Also auch von LG. Wir hatten ja vorher hier 77 Kilowattstunden. Jetzt ist es so um die 82 Kilowattstunden. So genau weiß man es nicht. Meine Messungen mit Scan My Tesla ergaben halt so 79 Kilowattstunden plus Buffer. Dann liegen wir so bei 82 und das könnte derselbe Akku sein, der auch in diversen Model 3 verbaut ist. Dann wäre es nämlich der 82 Kilowattstunden nominal Akku. Ja, und da ist die Frage, lädt der schneller? Ne? Also das Model Y 2021, das wurde ja auch so ein bisschen kritisiert. So in dem Sinne, ja, die Ladekurve ist irgendwie ernüchternd und man steht ja doch viel länger als beim Model 3. Ja, wie ist das jetzt hier? Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber bevor das losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Elektroauto fahrt und eine Autoversicherung sucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner Fair Finanzpartner OAG vorbei. Stefan Hamsen hat bestimmt einen super passenden Tarif für euch. Schaut es euch mal an. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Ja, aber einen habe ich noch. Ihr habt oft gefragt in den Kommentaren zum letzten Video, Jens, wie ist denn das mit dem Fahrwerk vom neuen Model Y 2022? Hat sich da eventuell was getan? Das wurde ja oft kritisiert, es sei zu hart, das alte. Ja, ich bin mit dem Model Y von Jan ein paar Kilometer gefahren. Er hatte ja 19 Zoll Felgen. Da fühlte es sich tatsächlich besser an. Das ist aber jetzt erstmal subjektiv, weil die Fahrstrecke war einfach zu kurz. Aber was ich so feststellen konnte, ich habe kein Poltern gehört, ich habe keine harten Schläge gespürt. Es war durchaus weiter hart und sportlich, aber nicht übertrieben, wie es vielleicht dem einen oder anderen im Model Y 2021 vorkommt. Und ich sitze ja auch hier in einem und da fand ich es im neuen schon irgendwie angenehmer. Aber wie gesagt, reine subjektive Vorstellung von mir, ohne Gewähr.
Ja, und dann steigen wir mal ein in die Ladekurven. Ich habe drei Stück für euch, nämlich die eine vom 22er Modell, dann eine vom 21er Modell direkt nach der Auslieferung und einmal vom 21er Modell nach einem Software-Update, wo die Ladekurve etwas verbessert wurde. Dazu muss ich sagen, dass diese Ladekurve speziell ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Gerade untenrum, so bis 40% ist sie ein bisschen langsamer als alle anderen, weil der Akku damals doch ein bisschen zu kalt war. Gut, steigen wir mal ein. Also wir beginnen so bei rund 8%. Und gerade das Model Y 2022 fängt also schon ziemlich gut an und wir starten relativ hoch hier schon mit über 190 kW. Da sind die anderen doch noch ein bisschen langsamer, wie man hier sieht. Aber die Kurve sinkt natürlich auch hier beim 22er Modell relativ schnell und relativ linear. Aber was zu sehen ist, dass wir immer ein bisschen über den anderen liegen, wenn es auch nicht viel ist. Und auch nach 10 Minuten, wenn wir dann mal anhalten, da sieht man, dass das Model Y 2022 schon deutlich mehr Kilowattstunden in den Akku bekommen hat. Nämlich 27 Kilowattstunden im Vergleich zu 25 bzw. 22 mit dem kalten Akku. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ja, und dann geht's weiter und die Kurve flacht halt immer weiter ab, aber das Model Y 22 liegt immer ein bisschen weiter vorne, also die Kurve ist immer ein bisschen höher, also die Ladeleistung immer ein bisschen höher. Ja, jetzt sind wir auch schon über 50% und wir nähern uns der 20-Minuten-Marke. Und jetzt haben wir 20 Minuten. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass die Kilowattstunden mit 45 Kilowattstunden beim 22er Modell deutlich über den 41 bzw. 39 Kilowattstunden der 21er Modelle liegen. Also ganz klar, es lädt deutlich schneller, wenn auch nicht wahnsinnig spektakulär, aber das sind ja über 10%. Ja, und jetzt sind wir über 70% und kleiner Hinweis, was die Ladekurve bei dem 21er Modell bei Auslieferung angeht. Da gab es halt einen Abbruch in dem Lader nach 70%, von daher fängt da die Zeit wieder von 9 an. Aber wir sehen auch hier 55 Kilowattstunden beim Model Y 2022, 50 Kilowattstunden beim 21er Modell, also 10% schneller. Ja, und nach einer halben Stunde, da haben wir 57 Kilowattstunden im Akku bei dem 22er Modell. Und bei den anderen beiden, da ist es deutlich drunter. Auch die Prozente sind hier mit 76% ganz vorne. Und die anderen beiden, die haben deutlich weniger. Und jetzt laden wir weiter. Und zwar geht das noch bis 83%. Da habe ich dann abgebrochen, damit es bei allen dreien gleich ist. Und wir haben insgesamt 37 Minuten geladen. Und beim Model Y 2022 haben wir da 63 Kilowattstunden in den Akku bekommen. Bei den anderen beiden waren es nur 58 Kilowattstunden. Also 5 Kilowattstunden mehr auf die gleiche Zeit, das heißt über 10% mehr Leistung in den Akku reinbekommen. Und das bedeutet dann am Ende natürlich auch 10% mehr Reichweite, die ich bei der gleichen Zeit in den Akku bekomme und dann eben auch weiterkomme. Ja, das sind doch gute Nachrichten, auch wenn es nicht wahnsinnig spektakulär ist. Aber immerhin, ich meine, eine verbesserte Ladekurve macht immer Spaß. Und gerade mit so einem größeren Akku habe ich einfach mehr Reichweite in der gleichen Zeit nachgeladen. Das ist schon mal top. Und das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Wie sieht eigentlich die Ladekurve aus? Da seht ihr jetzt hier, wenn wir uns das mal anschauen, dass gerade am Anfang das Model Y 2022 deutlich über dem 2021er Modell liegt. Ja, sie starten relativ gleich, aber wenn es dann über 10% geht, dann bleibt das Model Y 22 doch weiter oben und erst so bei 50-60%, da liegen sie dann wieder gleich auf und bei 80%, da hat es einen kleinen Knick nach unten, das Model Y 22, und ist da vielleicht minimal schwächer. Aber insgesamt kann man sagen, dass man nach 37 Minuten von 8% auf 83% hochgeladen hat und hat eben dadurch auch mehr Reichweite eigentlich in dem Akku drinne, so dass man sagen kann, man ist im Prinzip bei der gleichen Zeit für die Ladung, aber dann am Ende mehr Kilometer unterwegs. Ja, und was kommt noch? Ich meine, Elon hat ja das ein oder andere noch angekündigt. Also wir warten alle noch auf die Kofferraumabdeckung. Die ist bis jetzt halt nicht dabei. Vielleicht kommt ihr ja mit dem nächsten Schiff. Und dann soll es tatsächlich Matrix-LED-Scheinwerfer geben. Ja, die Hardware ist wahrscheinlich sogar schon verbaut hier, nur die werden per Software-Update dann irgendwie aktiviert. Also dieses Matrix-LED-Licht. Da sind wir gespannt, wann es kommt. Angekündigt ist es. Und das Licht an sich ist ja hier schon ziemlich gut beim Model Y. Mit Matrix-LED, ja, da ist es natürlich noch besser.
Also man darf weiter gespannt sein und ich hoffe, dass die Preise auch nicht steigen. Im Moment steigen sie ja nicht vom Model Y, wenn man mal davon absieht, dass der Lack deutlich teurer geworden ist. Aber was soll's, man kann ja auch ein weißes oder ein schwarzes Model Y kaufen, dann ist der Preis ja gleich geblieben. Ja, es ist spannend, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie Tesla seine Autos immer weiter während der Produktion aufwertet. Wir alle profitieren davon, die in Zukunft solche Teslas kaufen. Und wenn die dann erst aus Deutschland kommen, aus Grünheide, da ist ja jetzt die Genehmigung erteilt worden, dann wird es erstmal nochmal richtig spannend. Es ist zu hören, dass die Qualität dieser Autos nochmal ein Quantensprung ist im Vergleich zu denen aus Shanghai, die ja schon wahnsinnig gut sind. Da sind wir alle mega gespannt drauf. Der 4680er Akku wird vermutlich am Anfang noch nicht in Grünheide verbaut. Das wird sicherlich noch dauern, bis es da hochläuft. Und es sollen auch erstmal nur Performance-Modelle aus Deutschland kommen. Das warten wir mal ab. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.